Ich habe so das Gefühl, ich bin einen Monat zu spät zur Party. Also es ist jetzt nicht so, dass keine Gäste mehr da sind. Es sind sehr viele Gäste da, aber alle unterhalten sich so schon miteinander und ich komme so allein dahin und hab keinen Sitzplatz, weiß nicht, mit wem ich sprechen soll und ich chill in der Ecke und trink Wasser. Wahrscheinlich checkt gerade jetzt eh keiner, was ich überhaupt meine. Also insofern spielen wir einfach Call of Duty, Leute. Es ist so wie jedes Mal. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit dem Battle Royale Modus an. Denn den habe ich, glaube ich, erst einmal gespielt. Also wirklich. Oh ja, Performance, sieht gut aus. Was geht denn jetzt ab? Ist das sowas? Das ist nur der Vorbereitungsraum, ne? Warum sprühe ich hier Kentucky Fried Chicken an die Wand? Wir fliegen jetzt einfach mal zu dem Krankenhaus da, oder was ist? Oh, die kommen schon früher da als ich. Bumm. Hier ist direkt eine Knarre. Wie ist hier? Hier ist doch was. Wieso erkenne ich denn hier nichts? Ich sammle einfach jetzt erstmal alles auf, was hier überhaupt drin ist. Jawohl, hier, was auch immer das war. Rucksack oder so. Das erinnert mich so ein bisschen an mein erstes Fortnite-Video, was ich mal gebracht hatte. Und danach habe ich das Spiel auch nicht mehr gespielt. Oh, steht das hier einfach so rum oder ist ein Gegner drauf gefahren? Ruf auf das Auto. Brumm, brumm, brumm. Fresche Mine? Wo muss ich denn hin? Ah, ich bin schon in der Zone. Perfekt, Alter. Oh. Let's get it, boys. Na, wie packe ich das denn jetzt hier drauf? Hallo? Attach. 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 Gucken wir mal, was der Kollege ist. Huch, oh Gott, ich wollte... Oh Gott, oh Gott. Okay. Ne, ich wollte das jetzt nicht direkt aufsammeln. Sagen wir mit der Saug so ein bisschen was auf Close Range und hier mit der so ein bisschen auf was auf Weit, würde ich mal sagen. Glaube ich. Da sehe ich doch einen Kollegen. Na, komm zu Papa. Meint ihr, hat mich auch gesehen? Ja, komm schon. Holy fuck. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wie heile ich mich denn? Hallo? L2 oder nicht? Battle Royale ist doch eh Kacke. Was aber auch wieder alles in der Zeit, als ich nicht da war, passiert ist. YouTube wurde fast gelöscht. Montana Black. Ach, komm, ist auch egal. Ich glaube, zu Montana Black brauche ich halt auch gar nichts mehr sagen. Er inspiriert mich ja auch mittlerweile auch teilweise. Wenn ihr mir auf Instagram folgt unter Charlie Waffles, dann habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Ich bin dieses Halloween als grausiger Influencer gegangen. Warum können die alle schon immer vor mir rausspringen? Ich check's nicht. Warum fliegen die denn so schnell? Da ist auch einer mit mir runtergekommen. Waffe. Yes. Holy fuck, was war denn das? Battle Royale ist doch eh Kacke. Aber wir können noch einen Charakter einstellen. Aber Shadow Man. Kostet der? Wieso kostet der? Hä? Hallo? Runterladen? Dann halt nicht. Was ist das jetzt hier? Leute, nur weil UX Charlie einen Monat wieder kein Video gebracht hat, heißt das nicht, ihr müsst jetzt nicht denken, das EU-Parlament beschließt jetzt komplett YouTube zu löschen. Hallo, wir brauchen eine Waffe. Ich habe ja in der Zeit, in der ich jetzt nicht da war, auch einen Film gedreht, geschnitten und sogar in ihm selbst mitgespielt. Aber eigentlich brauche ich keine neue Pflanze. Die ja, ist erstes Mal ist kostenlos. Okay. Dadurch, dass ich wusste, dass dieser Film sehr viel Zeit von mir in Anspruch nehmen wird, habe ich schon gedacht, okay, ich produziere mal lieber ein Video für euch vor. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, aber es kam ja gar kein Video. Da seid ihr goldrichtig. Kann ich das wieder weglegen? Ich will doch nicht so ein Scope. Wisst ihr, dass ich schon seit über einem Jahr oder so Overwatch hier bei mir rumliegen habe, aber noch nie ein Video dazu gebracht habe. Und ich habe das Spiel, bevor Black Ops 4 rausgekommen ist, einfach mal in meine Playstation gelegt und ein Video dazu gemacht. Da gab es auch ein paar technische Probleme und ich konnte das Video nicht fertig machen, bis Black Ops 4 rausgekommen ist. Ich habe dann gedacht, das wird doch etwas zu random, wenn jetzt Black Ops 4 draußen ist und ich dann einfach als nächstes Video Overwatch spiele. Deshalb kommt das vielleicht als nächstes, also nur damit ihr vorgewarnt seid. Ich liebe Call of Duty, weil... Ich liebe Call of Duty weiterhin bedingungslos. Unter anderem für das hier. Ist das nicht auch das doch auch aus dem Zombie-Teil? Das ist doch auch das hier aus Transit, oder? Oh! Oh, nee, nicht! Oh nein, ich hab den Song umgestellt. Oh ja! Tür zu, Kollege. Jetzt wird hier abgedanced. Just try it. Was ist jetzt los? Fahr, UX Charlie, fahr! Kann ich dich schneller fahren? Bisschen mehr Speed, Kollege! Ja. Yes!
Nein, noch nicht! Bin ich hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab gedacht, ich kann auf der Taste hupen. Läuft auch ein Kollege. Alter, wie weit hört man den denn? Habe ich irgendeinen Perk dafür? Oh, keine gute Idee, Uri Charlie. Der weiß, ich bin scheiße. Wo ist er? Oh nein, jetzt habe ich nicht mal meine Karre hier. Hallo, ich brauche ein Auto. Ein Auto. Ich kann aber schneller rennen als die Zone. Ah, da ist einer. Aber den schieße ich nicht an. Komm, wir laufen zusammen. Oh, kleiner Freestyle an der Stelle. Süß. Den nehmen wir hops, Jungs. Oh, das sind Zombies. Ach du Kacke, nein. Das hat mir jetzt gefehlt. Hier muss auf jeden Fall noch einer aus der Zone kommen. War darüber. Ah, da habe ich den. Der hat mich auch schon gesehen. Der hat mich auch gesehen. Bin am Arsch. Der sieht mich spielen. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Was soll ich denn jetzt machen? Gar keine Muni mehr. Mit der swap ich doch gern. Hör doch rein, da hinten läuft er. Aber wer? Und wohin? 5 Kills, Freunde, let's get! Weil Leute, schauen mir schon zu. Sieht alles am UX Gaming Pro Jersey, was ich gerade trage. Das hier ist gerade Werbung, aber ihr könnt es euch gerne bei xus.de bestellen, wenn ihr wollt. Da könnt ihr euch auch euren eigenen Namen hinten drauf machen. Also ihr könnt auch Charlie schreiben, aber das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Ist das ein Gegner? Nee, das ist, das ist ein Baum. Ja, und ihr müsst auch kein Pro sein, um das UX Gaming Pro Jersey zu tragen. Das ist ja wohl selbstverständlich. Ich will nicht killgeil sein, deswegen... Scheiß auf die. Ich sehe halt gar nichts, ne? Also, da könnt ihr ein paar Kills machen. Hier sind bestimmt noch andere Raubtiere um mich herum. Okay. Wenn da nur einer eine Sniper hat, ich bin ja richtig am Arsch. Ich entspanne mich jetzt einfach mal hier. Schön entspannen. Hier sind so viele Details, ich kann nicht darauf achten, wo jetzt ein Gegner ist und wo nicht. Oh shit, das war nicht schlau. Der geht da hoch. Kann man da hochgehen? Warum geht die Zone so langsam? Wo ist der denn? Der ist ja. Der ist immer noch da drin, ne? Ja. Geil. Der denkt, ich bin ein heftiger Ficker, aber ich bin ja eigentlich nur das richtige Opfer hier. Ich glaube, er weiß nicht, dass ich jetzt hinter dem Stein hier bin. Ich bin ja so gut. So, ist er jetzt noch in der Zone? Nee, das ist nicht mehr in der Zone. Er muss jetzt da rauskommen. Und ich auch. Ich muss auch raus. Oh shit, Brudi. Run, boy, run. Ich habe 6 Kills und da 5 Leute sind noch am Leben. Oh. Oh, ey, was ein Typ, oh, fuck, was? Ich wurde von der Pflanze erschossen. Battle Royale ist doch eh kacke. Aber bevor ich Multiplayer kills, spielen wir jetzt nochmal eine Runde Multiplayer. So, wir spielen jetzt mal eine Runde Gun Game. Und ich weiß nicht, warum Call of Duty Gun Game und sowas wie One in a Chamber und so Fun-Spiel-Modi nicht einfach die ganze Zeit drin lässt. Warum nicht? Ich meine, jeder findet die geil und spielt die gern. Warum nehmt ihr das raus, aber lasst denn so Sachen drin wie... Oder dieser komische Modus, wo man irgendwie was kaufen muss und so mit, wo man irgendwie so mit Ingame-Währung kaufen muss, als wäre es Black Ops 1, aber halt Ingame und dann, nee, null Sinn, kein Verstand. Aber Freunde, der Waffenspielkönig ist wieder da. Neutralized. Oh, der Waffenspielkönig mit den ersten 2 Kills. Body drop. Was geht denn mit der Waffe? Das war mir jetzt gerade ein bisschen zu viel, Freunde. So, warum will man diese Action nicht das ganze Jahr lang haben? Warum? Aber hier so Quatsch wie Team Taktik, Moshpit oder so eine Kacke, die bleibt das ganze Jahr da. Oder Hardcore, bitte. Wer spielt denn Hardcore Team Deathmatch oder so? Das wäre die optimale Lösung. Hardcore Team Taktik, Moshpit. Für die Leute, die es wirklich jucken. Charlie Snipes. Wunderbar. So, let's get it. Der weiß genau, ich hab so ein Messer. No man down. Bretter da einfach rein. Call of Duty macht wieder Spaß. Oh Scheiße, ich habe echt richtigen Schub von Adrenalin bekommen bei der ersten Streak da. Ich möchte jetzt nicht mutmaßen, aber es liegt eventuell am UX Gaming Pro Jersey 2018, wo man sich den eigenen Gamertag hinten drauf machen kann. Übrigens, stimmt mal ab, ob dieses Emblem richtig gut gelungen ist. Ein Videotutorial dazu gibt's auf dem OX Gaming Kanal. Nehmt euch ruhig ein bisschen mehr Zeit als ich. Yay! Übrigens findet ihr auf dem OX Gaming Kanal und jetzt bald auch auf Spotify den Podcast von OX Gaming, wo ich in jeder Folge mit dabei bin. Ich leite praktisch den Podcast auf OX Gaming. Also falls ihr aktuell jeden Sonntag einen Podcast von mir hören wollt, dann schaltet bei OX Gaming ein oder eben bald auf Spotify. Ich sag dir Bescheid, sobald der da online ist. Na
komm, ist jetzt auch egal, Kollege. Da lästern wir so ein bisschen, wir nostalgieren, wir streiten und wir feiern uns natürlich gegenseitig auch sehr viel ab im Podcast. Mit UX Gaming, mein Mann, also schaltet da unbedingt ein. Yeet! Ach, kommt schon, Leute. One of my dead bad guy. Oh nein, doch nicht hier spawnen lassen. Das könnt ihr doch nicht machen. Yes. Tja, Freunde, UX Charlie ist mal wieder in dem Call of Duty auf dem ersten Platz. Das gab es seit MW3 nicht mehr. Ich nehme sogar mit einer Trophäe nach Hause und hoffentlich auch eine Bewertung von euch und einen Kommentar mit dem Hashtag Waffenspielkönig. Das bin ich. Oder ihr auch. Mit dem UX Gaming Pro. Ich hoffe, ihr draußen habt noch Bock auf mehr Videos. Also ich meine, wenn ihr nach einem Monat wieder auf meinen Kanal geklickt habt für das monatliche Video und dann auch bis zum Ende geguckt habt, dann warum solltet ihr denn keinen Bock auf... Zeigt es mir auf jeden Fall mit einer Bewertung. Ansonsten kriege ich das nämlich nicht mit. Ja, nee, also er hat's bewertet. Ja, ciao. Sonnenbrille auf und die Welt färbt sich dunkel. Baby, deine Augen haben gefunkelt. Aber heute ist die Klunker an meinem Hals. Eis taugt mir, ist kalt, Eis taugt.